entsprechend des Traumes müssen die Wesen ihre Existenz gar nicht begreifen und verstehen, sondern sie müssen davon nur so viel verstehen, dass sie das, was Leben ist, nämlich Zeit herauszuschinden, die Dissipation aufzuspannen, möglichst lange den Spannungsbogen aufrechterhalten, vollziehen und dann gerade noch so viel Spiegelreflexion als Pseudobewusstsein darauf einholen, damit sie sich noch mehr anstrengen, noch mehr überhetzt, schnell nochmal die Lebensspanne nicht aufrechterhalten, sondern den Bogen überspannen und schnell nochmal ein neues Reduplikationsleben produzieren. Also all die Ein- und Ausführungsakte zu vollziehen, die dazu notwendig sind. Aber nicht die grundsätzliche Erkenntnis dessen und du und wo wirst dann du gewesen sein in diesem Tableau, nachdem das Holz, auf dem das Bild gemalt wurde, wieder verfeuert worden ist.